wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch von Ugo's Couch, von der echten Couch. Gleich kommt die Katha online und da werden wir hier gleich mal einen coolen Live-Talk machen. Katha, ich grüße dich. Sehr genau. Fernseher leiser. Hallo. Hi, ich grüße dich, liebe Katha, servus. Hallo, super, dass es geklappt hat. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, voll cool. Ja, sehr gerne. Voll cool, mich sehr gefreut. Ja, du, erst einmal, du kommst aus München, oder? Ich lebe aktuell in München, ja, genau. Ja. Aber du kommst nicht aus München, denn die Nee. Habe ich gleich rausgehört. Woher kommst du denn? Nee, das hören ganz viele. Und wo arbeitest du in München, wenn ich fragen darf? Ich arbeite im Rechts der Isar. Ah, Rechts der Isar. Ah. Ja. Haus der Maximalversorgung, da habt ihr alles, gell? Also alle Abteilungen, gell? Ja, also, genau. Alles. Ganz gell? Genau. Das sind wir. Das seid ihr, gell? Ja, wir beide haben uns ja heute so ein bisschen vorgenommen, über das Thema zu sprechen, über die Zukunft der Pflege. Das war ja so heute das Thema gewesen, gell? Ja, genau. Ich glaube, da hast du auch echt einiges zu erzählen. Ja, also ich denke gerade, wenn sich Stationen verändern müssen oder wenn wir immer über diesen Pflegemangel reden und wie wir den bekämpfen können, frage ich mich halt immer, wir brauchen Pflegekräfte, ganz klar. Aber ja, ich glaube, wir brauchen auch eine neue Organisation von den Stationen und zum Beispiel auch ganz neue Berufe im Pflegebereich. Also ich glaube, man braucht auch viel mehr Assistenzberufe und Hostessenberufe. Und dass das mehr unterstützt wird von Pflegekräften. Also ich glaube, das ist auch so ein Aspekt und das wird im Moment ganz wenig diskutiert. Was heißt denn das zum Beispiel? Also du bist jetzt gelernte Krankenschwester, oder? Genau, ich bin, genau. Mhm. Auf was für einer Station arbeitest du jetzt? Nur als Beispiel. Ich arbeite im Moment nicht auf Station. Ich bin nämlich in den OP gegangen. Ich arbeite jetzt im OP. Ah, okay. Ich glaube, du hast ja mitbekommen. Ich wurde ja auch vor kurzem operiert am Bauchnabel. Ja, ich habe es mitbekommen. Ja, boah, ich bin, glaube ich, die größte Memme. Ich tue mal so auf hart und so weiter. Kaum werde ich operiert. So. Ja, aber ich habe es mitbekommen. Ja, aber ist alles gut verlaufen? Gott sei Dank. Sehr gut. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch danach dann auch gleich eine Story gemacht gehabt. Da ist mir aufgefallen, wie wichtig die gute Arbeit und die gute Teamarbeit in OP-Teams ist. Ja. Also wirklich, ich habe so gemerkt, man hat auch gemerkt, dass es ein super Team ist, dass er zusammen harmoniert hat. Und die haben auch gemerkt, dass ich Angst hatte. Also ich hatte echt Angst gehabt so. Und das haben sie echt gut gemacht. Und die Anästhesistin, die hat es aber auch ganz schlau gemacht. Die hat mir halt natürlich einen Zugang gelegt und hat dann uns unterhalten. Und dann hat sie mich immer so komische Fragen gestellt. Ich hab zu ihr gesagt, sie haben uns gerade irgendwas reingetan. Er hat sie gemeint, ja. Und dann ist so, okay, alles klar. Und am Tag war ich weg gewesen. Ja, aber das stimmt. Also so diese Zusammenarbeit innerhalb des OP-Teams, aber auch interdisziplinär ist wahnsinnig wichtig. Also mit den Anästhesisten und mit den Ärzten die Zusammenarbeit, das muss echt laufen und das muss stimmig sein, ja. Also das hätte ich vorher auch nie gedacht. Das ist was anderes wie auf Station. Und brauchst du da so eine spezielle Ausbildung oder kannst du einfach als Krankenschwester Tag in den OP gehen? Nee, also als Krankenschwester kann ich auch im OP arbeiten, genau. Okay. Und jetzt mal angenommen, weil ich mir echt, weil das ist ja heute auch so eine Überschrift, Katha, Katrin, darf ich Katrin sagen? Oder Katrin ist der Name, oder? Katha ist okay. Ach, Katha ist Katha ein Vorname? Nee, es ist nicht mein richtiger Name, aber es ist einfach. Ach so, ah, okay, alles klar. Ja. Dein Pseudonym. Okay, Katy. Alles gut. Spaß beiseite, nee. Aber ja, du, ganz ehrlich, ist mal angenommen im OP, wie könnte man dir zum Beispiel als Krankenschwester im Rahmen der Operation in Zukunft unter die Arme greifen zum Beispiel? Meinst du irgendwelche Maschinen, Computer oder irgendwie sowas? Oder? Man muss dazu sagen, das ist alles schon sehr auf dem neuesten Standard und die ganzen Geräte sind alle schon so, dass die OP-Kräfte sehr unterstützen. Also zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Stationen ist so ein Thema, was man vielleicht mal ansprechen könnte. Aber auch da muss man sagen, auf Station ist einfach Fachkräftemangel. Und dann passiert es, dass Patienten nicht richtig vorbereitet werden für die OP, dass Unterlagen fehlen oder Sonstiges. Die Patienten kommen runter, die sind ja auch einfach aufgeregt. Also du sagst es ja selbst, niemand geht in eine OP und sagt, hey, ja, hallo, alles easy. Also das habe ich noch nie. Du ganz ehrlich.
Also ich bin ja in Klammern auf, so vom Fach, so, ich habe echt, also wirklich so Angst gehabt. Dann habe ich so gefragt, ja, und, werde ich intubiert? Und? Da meinte sie so, ja. Ich so, oh. So, ja, ist toll, naja. Ja, genau, also, und das merkt man einfach. Und ich denke, wenn die Station da einfach mehr Fachkräfte hätte, die die Patienten auch irgendwie gesprächstechnisch optimal vorbereitet im Vorfeld, dass die Patienten da auch irgendwie ganz, ja, irgendwie gechillter in den OP kommen und der OP-Ablauf dann auch relativ schnell und zügig stattfindet, weil wenn keine Unterlagen da sind, muss man auf Station anrufen und das sind ja, unnötige Wartezeiten und das macht es für den Patienten ja auch nur noch schlimmer. Also, ich glaube sogar, dass sogar eine schlechte Kommunikation zwischen OP und Station sogar patientengefährdend sein könnte oder auch ist, wegen zum Beispiel nicht vorhandenen Diagnosen oder irgendwas, so weißt du, was ich meine, also ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Praxis manchmal echt sehr kritisch werden kann. Ja, gut, wobei das wird ja wirklich alles geprüft. Also man kontrolliert ja auch immer noch die Daten und sind die Aufklärungen da. Also das ist schon alles in sicheren Tüchern oder in trockenen Tüchern. Das wird alles kontrolliert. Aber natürlich ist es auf alle Fälle ein Punkt im Krankenhausablauf, wo ja, Fehler auf alle Fälle passieren. Das muss man einfach sagen und wo einfach alle aufpassen müssen, ja. Kannst du, bist ja, sag ich jetzt mal auch, ich will jetzt dein Alter nicht fragen, schlägt man eine Frau oder eine Dame nicht, aber ich würde sagen, dass du eine 2 davor hast, wahrscheinlich. Ja. Genau, also, genau. Was kann man denn tun? Ganz ehrlich, würde mich total interessieren, weil du bist wirklich Basis-Krankenschwester, dir kann man nichts vormachen. Du bist wirklich so, das Herz des Gesundheitswesens, so. Was kann man tun, dass man mehr so sympathisch Menschen, egal Mann, Frau, wie dich für diesen Beruf begeistert, in Zukunft. In Zukunft. Okay. Genau, in Zukunft. Diese Frage stelle ich mir auch immer wieder. Wie können wir es schaffen, irgendwie neue Leute in die Pflege zu holen? Vor allem auch engagierte Leute, die engagiert bleiben. Ich weiß es nicht. Ich muss es dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich glaube, es ist echt schwierig. Ich würde mir einfach wünschen, dass sich Stationen, wie gesagt, ein bisschen verändern, dass dieses ganze System sich ein bisschen verändert, einfach mit neuen Berufen und mehr gesellschaftliche Anerkennung würde ich mir auch wünschen für alle Pflegeberufe, also auch egal, ob im Altenheim oder Landepflege oder Krankenhaus, also da auf alle Fälle, dass man, ich glaube, das trägt auch viel dazu bei. Also, aber ganz ehrlich, ein Cutter, Hashtag Pseudonym Cutter, jetzt mache ich ein bisschen Spaß beiseite. Cathy, nein, ja. Spaß. Ganz ehrlich, was hat denn dich bewegt, in die Pflege zu gehen? Tatsächlich, ich habe davor schon mal eine Ausbildung gemacht im Gesundheitswesen. Ach! Ja. Und ich war nicht direkt am Patienten dran. Also es hat mir irgendwie gefehlt, dieser Kontakt irgendwie. MFA? Was war es denn gewesen? MFA? Genau, ich war MFA gewesen im ersten Jahr. Und das hat mir halt irgendwie ein bisschen gefehlt. Und dann habe ich gesagt, okay, da ich eh nicht so 100%ig glücklich war, dann gehe ich jetzt in die Pflege. Und das war ein bisschen Zufall und ein bisschen geplant. Und ja, jetzt bin ich hier. Wir haben jetzt einiges hier an Kommentaren. Also ich gehe nur kurz auf die Kommentare ein, können wir vielleicht gemeinsam antworten. Habt ihr denn alle ein CRS-System? Ja, was ist denn das jetzt hier? Weißt du das? Das CIRS-System, ja. Das ist so ein anonymes Meldesystem und wenn ein Fehler passiert, kann man das dort reinschreiben. Anonym. Stimmt, genau. Stimmt, du hast recht, ja, natürlich. Ja, klar, da haben wir aus dem KMA gelesen. Ja, ja, klar, siehst du mal, dass ich eh aus dem Pflegeheimbereich komme. Okay, erzähl weiter. Genau, ja, also das haben wir schon, ja. Habt ihr schon, ja, oder? Also ich kenne es auch nur, das Haus, wo ich davor gearbeitet hatte, hatte das auch, ja. Die Care Management, Ina, liebe Grüße, Servus, schreibt, Hugo, was ist dein Masterplan dafür? Habe ich, glaube ich, schon mal in einigen Stories erwähnt. 3 Punkte, um an neue Menschen in der Pflege zu kommen, weiterhin im Ausland akquirieren, was wir eh schon, also ich jetzt zum Beispiel, ich sehr viel mache. Zum anderen auch dann wirklich junge Menschen mit jungen Menschen begeistern. Zum Beispiel so eine Ketter, Hashtag Pseudonym, stellt sich hin und geht in die Schule. Ich glaube, es bekannt begeistern. Und zum anderen definitiv, der Punkt Nummer 3 ist, dass wir auch, würde ich sagen, die finanziellen Rahmenbedingungen erheblich verbessern. Wirklich erheblich verbessern. Ich meine zum Beispiel, die Ketter wohnt jetzt in München und sie ist Aktionärin der Krankenschwester. Auch wenn sie im Vergleich zu anderen Bundesländern wahrscheinlich deutlich mehr verdienen wird als Krankenschwester, ist es trotzdem in München das Leben damit,
man wird keine weiten Sprünge machen. So, weißt du, was ich meine? Also, ja. Ich weiß nicht, welchen Viertel wohnst du in München, wenn ich fragen darf? Ich wohne ein bisschen außerhalb in München. Also, ich wohne nicht direkt in München. Ach, und so ein bisschen außerhalb, aber also alleine ist es halt wahnsinnig schwierig. Also ich lebe jetzt nicht alleine, zum Glück habe das Glück, dass ich mir da die Miete und Nebenkosten teilen kann, aber alleine wäre das unmöglich. Also man muss dazu sagen, es gibt Mitarbeiterwohnungen, das Angebot besteht definitiv, das ist super, aber auf Dauer müsste man dann irgendwie schon schauen in einer WG oder sonst irgendwas. Bitte mal, genau, wollte ich gerade sagen, so, und das ist halt so ein Punkt, gell? Also, ja. Also die drei Punkte, ansonsten auch so Themenstellungen, wo ich auch felsenfest von überzeugt bin, ist Verwissenschaftlichung, also zum Beispiel, du wärst zum Beispiel meiner Meinung nach so eine perfekte Bachelor-Nurse, so, die sich so hin, ja, absolut, so, weißt du, was ich meine, warum sollte eine Krankenschwester wie du jetzt keinen Bachelor haben, so, weißt du, was ich meine, das sind auch so Punkte, also wo ich halt auch meine, das sollte in diese Richtung gehen, so. Genau, das will auch allen, die gerecht werden, muss man schnell voranschreiten. Ne? Das sind viele Kommentare. Dann Maximilian, liebe Grüße, Maximilian, ein cooles Buch, haben wir heute schon supported. Schreibt, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Vor allem die Rahmenbedingungen müssen sich bessern. Ich glaube, sind wir d'accord, oder? Ja, auf alle Fälle. Natürlich. Sure, oder? Also Rahmenbedingungen, ganz klar. Wobei ich da auch so ein bisschen Work-Life-Balance ansprechen möchte. Also ich finde, es ist so im Pflegeberuf mit einem Dreischichtdienst vielleicht auch so ein riesiges Problem, was wir haben. Ja, also ich kenne immer noch ganz viele, die Wechseldienste arbeiten, also früh, spät. Und es gehört meiner Meinung nach einfach verboten. Das macht die Leute kaputt auf Dauer. Gehen wir noch kurz auf die Kommentare ein und darauf bauen wir gleich auf, okay? Ja. Weil das ist echt ein Megathema. Ich glaube, das ist das Thema der Pflege sogar. Du hast das Thema der Pflegekräfte. Der Fabulous Francie, also dieses hier, ey, Francie tun wir jetzt gleich mal so, Fabulous Francie ist ja unser Star in der Pflege. Francie, wir grüßen dich, also ich küsse deine Augen. Ugo macht immer Real Talk. Wie man sie begeistert, Storyteller, erzähl ihnen, wie du dich fühlst nach einem erfolgreichen Tag. Wenn jemand lebt wegen dir, wenn das Team gute Arbeit leistet, hat sie jetzt auf jeden Fall recht, also hat sie wirklich recht. Ich glaube auch, Franzi ist ja auch eine Storytellerin, die auch wirklich was auch zu sagen hat. Also von daher, Real Talk sehe ich ganz genauso, Franzi. So, dann machen wir hier weiter. Talk about der Telefontalk. Wir brauchen Geld in der Pflege, wir brauchen Materialien, wir brauchen Hilfskräfte. Deine Meinung? Also Hilfskräfte bin ich auch auf alle Fälle der Meinung. Geld, klar, also die Bezahlung könnte man vielleicht noch ein bisschen anheben. Genau, ja. Aber ich meine ganz ehrlich so, bevor wir gleich auf dieses Dreischichtsystem eingehen, du bist jetzt eine gelehrte Krankenschwester, arbeitest in München, ich will gar nicht fragen, weil es gibt mich noch nichts an, aber deine Meinung interessiert mich, was sollte ein Mensch in deiner Verantwortung, weil wenn du zum Beispiel eine Schmarrnmasken-OP, kann ein Mensch sterben. Punkt so. So, weißt du, was ich meine? Einfach erstmal Punkt. Und ich finde, du hast Verantwortung über Menschenleben. Ja, was sollte eine Person wie du mindestens verdienen? Brutto, nur brutto so. Das finde ich auch eine ganz schwierige Frage. Ich weiß es nicht, also ob wir da brutto von, keine Ahnung, 3.000 reden oder 3,5 oder ich weiß auch, das ist irgendwie auch ganz schlimm, weil ich weiß auch gar nicht, was darf man verlangen. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, aber was darf man denn verlangen? Weil es gibt auch andere Berufe, die genauso viel Verantwortung übernehmen. Also das darf man ja auch nicht vergessen und Aber weißt du, ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir so denken und immer so sagen, ja, aber die anderen haben auch Verantwortung. Ich weiß. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch der Grund, deswegen sagen ja auch alles, oh komm, die Pflegekräfte, die sagen sowieso so eins auf, komm, so lass sie laufen, so. Du hast schon recht, aber im Endeffekt, da muss man schon, glaube ich, so ein bisschen gucken. Ne? Aber so. Was wäre so deine Vorstellung? Also hast du ganz ehrlich, meine Vorstellung, warte mal, ich tue mal die Leute zuwinken, deswegen muss ich ab und zu die Kamera drehen. Okay. Meine Vorstellung, definitiv, ich bin da einer Meinung mit Herrn Andreas Westerfellhaus, nicht Andreas Westerfell, wie heißt du da, Dr. Markus May, Entschuldigung, Dr. Markus May, Präsident der Pflegekammer Rheinland-Pfalz. Das ist ganz utopisch, aber ich finde, man muss hoch ansetzen, ne? Weil ich weiß, aus der Verhandlungsforschung weiß man, wenn man hoch ansetzt, bekommst du nicht alles, aber du bekommst wenigstens einen Anteil davon. Das stimmt, ja. Also von daher, ich sage so glatt so, für Pflegefachkräfte, egal, Altenpflege, Kinderkrankenschwester, Krankenschwester, OP, whatever, brutto, glatt, sicher, bei 100% Stelle, 4 brutto und danach können wir weiterreden. So, das ist so meine Haltung, meine Meinung dahinter. Und das müsste sich halt durchziehen, weil ich glaube auch, wenn wir solche Gehälter zahlen, dann werden wir auch wirklich auch intelligente Abiturienten bekommen, also wirklich auch so, weil das ist ja auch ein Thema, dass wir immer so ein bisschen, immer mehr so, ich will, das ist echt eine krasse Aussage von mir, immer so ein bisschen, in Klammern,
schwierigere Auszubildende bekommen. Ich halte mich jetzt bedeckt, so. Schwierigere Auszubildende bekommen. Und ich glaube halt, wenn wir auch das intelligentere Klientel bekommen, tun wir auch dadurch auch die Attraktivität in der Pflege steigern. Und von daher so viel dazu so, gell? Jo, jetzt mal ganz ehrlich, wir waren ja vorhin beim Thema gewesen, ne? Thema Arbeitszeiten, Dienstzeiten. Ich glaube, das ist das Thema, was Menschen wie dich und mich am allermeisten bewegt. Und das ist auch das, was mir am meisten Arbeit macht, ganz ehrlich. Und ich glaube, wenn man das verbessert, dann hat man auch in Zukunft auch, hat man auch Chancen, an Menschen leichter ranzukommen. Was müsste denn sich da ändern beim Thema Work-Life-Balance und auch Schichtsystem? Was müsste sich da ändern? Also ich finde auf alle Fälle, dass so Arbeitsplätze familienfreundlicher gestaltet werden müssten, vielleicht auch so ein bisschen. Also ich glaube, Alleinerziehende oder wenn ein Elternteil in der Pflege arbeitet, hat es wahnsinnig schwierig. Viele machen ja dann so eine Dauernachtwache oder dann nur noch Frühdienste irgendwie und dann noch so ein bisschen Zeit mit den Kindern. Dann. Ich finde total krass, gell, dass wir so, es gibt ja so alleinerziehende Mütter, die auch Dauernachtwachen zu machen, das ist mir total krass. Also ich crazy. Ja, das stimmt, davor habe ich echt riesen Respekt auch. Also das ist schon krass und viele Häuser bieten eine Betriebskita an, aber ich denke mir, was ist, wenn das Kind in die Schule geht? Genau. Also danach braucht das Kind vielleicht auch einfach eine Nachmittagsbetreuung, wenn die Mama dann oder der Papa im Spätdienst ist und so Themen müssen irgendwie viel verstärkter in Angriff genommen werden und natürlich vielleicht keine Wechseldienste mehr und wirklich nach Diensten ein paar Tage frei und nicht nur den Ausschlaftag und dann wieder in den Frühdienst, wie ich es auch wirklich von anderen Bekannten immer wieder mitbekomme. Also, dass man da irgendwie auch ein bisschen versucht, auch den Mitarbeiter Freizeit zu lassen und dass er die auch wirklich nutzen kann. Das ist im Endeffekt, wie du meinst, oder auch, ich sag's, im Endeffekt eine Planungssache. Ja. Und zum anderen auch eine Sache, die man auch leben muss. So, das heißt auch, also man kann ja viel reden, man kann ja viele Konzepte schreiben, das weiß ich ja so, aber man muss es auch leben. Absolut, da hast du recht. Sich ausruhen, absolut. Und natürlich ist es mir auch bewusst, dass wenn im Moment wenig oder kein Personal da ist, die Schichten müssen besetzt sein. Also man kann kein Krankenhaus um 18 Uhr abschließen oder ein Altenheim. Das funktioniert einfach nicht. Ja, so eins auf, wir machen jetzt mal Schluss, alle nach Hause. Genau, so kommt morgen wieder und dann sehen wir weiter. Das ist mir auch völlig bewusst und ich weiß, dass es aktuell wahnsinnig schwierig ist, aber ich glaube, wenn wir nie eine Vorstellung haben und keine Ziele formulieren, ist es halt auch irgendwie schwierig, dann eine Richtung einzuschlagen. Und absolut, absolut. Dann gehen wir wieder auf die Kommentare. Ich gehe noch kurz auf ein privates Kommentar ein. Er schreibt zu mir, du bist der Beste, Kim Tutalassini, mach weiter so. viele Grüße in den Norden, zum München nach Hartorf. So, Entschuldigung, kurze. Genau, schauen wir mal, machen wir weiter. Die Franzi macht du, Ja, aber ist ja so, liebe Franzi, Care-Management School, Ugo halt, ja, danke, lieben Gruß zurück. Typische Pflegeantwort, ich glaube, damit waren wir vielleicht nicht beide gemeint, aber ich glaube, da schreibt die Franzi, schreibt, ein Facharbeiter in der Industrie im 3-Schicht-System verdient etwa das Gleiche wie ein Facharzt. Boah, das ist mal eine Ansage. Das wusste ich jetzt auch nicht, okay, ja. Der die Intensivstation im 3-Schicht-System fährt, just saying. Da sieht man zum Beispiel auch, was die IG Metall auf die Beine stellt. Ja, das ist schon krass, gell? Ja, also das wusste ich wirklich auch gar nicht. Das überrascht mich jetzt auch ein bisschen. Und es schockiert mich. Also es schockiert mich mehr, wie dass es mich ehrlich überrascht. Das würde ja bedeuten, dass ein Produkt wie ein Glas, das hier produziert wird, einen höheren Stellenwert hat als deine und meine Gesundheit. Ja, so ein bisschen, ja. Ja, oder ist doch jetzt so ganz so. Ja, aber ich glaube, ein Problem ist ja, dass also auf Normalstationen war zum Beispiel, gab es ja immer eine Gesprächsziffer. Und ich weiß halt irgendwie, wenn Patienten einen hohen Redebedarf haben auf Normalstationen, dass man das irgendwie nicht richtig abrechnen kann oder dass das nicht richtig abgedeckt ist. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, dass halt immer noch viele glauben, ja, jetzt gerade auf Normalstationen, also außer Psychiatrie, aber jetzt wie gesagt echt auf einer, keine Ahnung, ganz normal chirurgischen Station, man geht halt durch, man macht seine Wundverbände, man macht seine Infusion und Ende. Und das stimmt einfach überhaupt gar nicht. Also diese Beziehungsarbeit, das nimmt so viel Zeit und in Anspruch oder das ist auch so wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das müsste man ja, irgendwie, also die Zufriedenheit des Patienten müsste irgendwie gemessen werden. Und das ist ja das wahnsinnig Schwierige. Und das kann man, glaube ich, im Moment nicht messen. Ich weiß es nicht, aber. Ja, also, das ist eine gute Frage. Natürlich, man kann es danach mit Fragebögen und so weiter schon irgendwie. Aber man kann es nicht in Geld aufwiegen. Und das ist ja genau. Wie legt man da die Bezahlung dann fest? Und ja, also.
Schwieriges Thema, absolut, absolut. Und wenn die Tasse gut hergestellt ist, hat man ein Produkt und man kann es bewerten. Ne? Also genau, das ist Beispiel. Genau, das ist der Druckstoff von Dienstleistung. Du hast vollkommen recht, weil das ist ja auch so bei, zum Beispiel beim Thema Schwester. Es gibt immer so eine gute und eine schlechte Schwester. Der eine kann die super finden und der andere kann sagen so, die Katha, boah, die ist schon wieder, die zieht immer so ein Gesicht so. Keine Ahnung, so, weißt du, was ich meine? So, die hat, was schaut die so blöd? Oder keine Ahnung. Genau, so, aber das ist wirklich so. Und, ja. Ich hoffe nicht, dass es jemand über mich gedacht hat, ehrlich gesagt. Nein. Also ganz ehrlich, ich glaube, du bist eine, wenn ich echt mal so Feedback geben darf, ich glaube, du bist eine richtig coole Krankenschwester. Ganz ehrlich so. Dankeschön. Echt so, merke ich so. Genau, jetzt gehen wir weiter. Man muss hier auch mal überlegen, wie viel Geld die Leiharbeiter wert sind. Das bedeutet, wenn die Not groß ist, kann erst auch gezahlt werden. Ja, ein Leiharbeiter kostet ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim im Monat zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Schon krass, gell? Ja, das ist eine große. Das ist eine Ansage. Ja. Aber man muss auch sagen, aktuell, leider Gottes, also ich finde, ohne Leiharbeit funktioniert es einfach nicht mehr. Also da überall. Da gibt es ganz viele, die Kollegen helfen uns da wirklich immer. Ja, also das ist aktuell in Pflege, aber auch gerade in München, ich meine, das ist ja auch die Hochburg dieser Geschichte. Also auch faktisch jedes Pflegeheim und jedes Krankenhaus lebt von Zeitarbeit. Das ist wirklich so. Ja. Das ist so. Würdest du die Führungskräfte entsprechend höher ansetzen, wenn Fachkräfte mit 4 Brutto durchgingen? Selbstverständlich. Also ich will mich jetzt nicht beklagen, weil das sind Fakten für dieselbe Personalverantwortung, für dieselbe Umsatzverantwortung und für dieselbe Verantwortung an Produktivität, wie ich sie aktuell habe, würde ich in jeder anderen Branche das Doppelte an Geld verdienen. Was auch zur Folge haben würde, dass ich mir doppelt so viel leisten mehr leben könnte, finanziell so. Also von daher definitiv auch, also weil im Endeffekt muss es sich ja auch immer lohnen, Verantwortung zu übernehmen. Also wer Verantwortung trägt, ist ja auch im Endeffekt jemand, der schnell auf die Straße gesetzt werden kann. Und von daher muss es sich auch finanziell lohnen, dass man Verantwortung für andere Menschen und auch für Kollegen übernimmt. Ja, liebe Ina. Maximilian Wendt schreibt, ich stimme zu, die Krankenkassen sollten verstaatlicht werden und keine profitorientierten Unternehmen. Zum Beispiel Klinikum Rechts der Isar ist ja, der Träger ist ja meines Wissens nach Land Bayern, kann es sein? Ja. Schon, gell? Das ist eines der wenigen, das Land, also nicht die Stadt oder sonstiges Land, genau, ja. Der Auftrag ist schließlich die Gesundheit der Bevölkerung, die verpflichtend einzahlen muss. Okay. Bei uns gibt es Kindergartenschichten, die haben wir auch. Die Frage ist, warum wir 110 Krankenkassen brauchen. Die kosten dasselbe, okay. Ugo sollte mehr PDLs ausbilden, ne? Auf alle Fälle. Ja, mache ich ja eh schon. Also sind schon über 100 an einer Zahl. Ich weiß nicht, wie viel ich mehr ausbilden soll. So, ich bin auch nur ein Mensch, gell? Ich hab auch ein Leben, ne? Die Gesellschaft muss sich fragen, was ihnen die Pflege wert ist. Ganz ehrlich. Jetzt mal, ich frage jetzt dich so, als Krankenschwester. So als auch als sympathische Krankenschwester, die keine Augen macht und keine Blicke macht. Jetzt auch damit. Ganz ehrlich, was müsste sich deiner Meinung nach oder andersrum, wo würdest du dich richtig gewertschätzt fühlen, wo du sagen würdest, boah Leute, mega. So, das ist jetzt echt so, das ist Wertschätzung. Wenn ich, im privaten Umfeld erzähle, dass ich in der Pflege arbeite und die Leute nicht mehr diesen Satz sagen, ach, das könnte ich jetzt aber nicht. Wenn das aufhören würde und wenn stattdessen einfach kommt, oh ja, toller Job oder irgendwie, ja, habe ich mir auch mal überlegt, aber ich hatte irgendwie Angst davor oder ich konnte mit den und den Dingen nicht umgehen, deshalb habe ich mich für den und den Beruf entschieden. Wenn da wenigstens irgendwie eine ehrliche Reaktion kommt, aber nicht mehr dieses ewige, das könnte ich nicht. Also das nervt mich richtig. Also wenn ich da privat dann irgendwie erzähle, ich arbeite in der Pflege, weil für mich persönlich ist das gar kein Kompliment, diesen Satz. Das ist kein Kompliment. Das ist eigentlich so eher so eins auf, naja, du bist ja so eins auf, wie soll ich es am besten sagen, das ist das Gleiche, wie wenn ich in McDonald's gehe und an der Kasse stehe und zu den Mitarbeitern sagen würde, naja, vielen Dank, dass ihr bei McDonald's arbeitet, aber ich könnte mir nicht vorstellen, bei McDonald's zu arbeiten. Aber es ist ja wirklich so, genau. Ja. Also ich glaube, wenn man ein Kompliment machen möchte, sollte man auch nicht die Wörter nicht oder kein benutzen, weil das ist automatisch schon eine Verneinung und es hat gar nichts mehr von einem Kompliment, weil eigentlich sollten Komplimente ja positiv formuliert sein. Absolut, und, genau so ist es. Ja. Und da merkt man doch noch so dieses, oh Gott, bloß nicht. Oder wenn auch irgendwie ganz oft kommt, ja, im Krankenhaus, da sterben alle. Und ich denke mir, nee, also natürlich, es gehört schon definitiv dazu, das möchte ich nicht abschalten, aber es ist nicht, es ist manchmal nicht so, wie die Leute glauben.
Also ja, und absolut. Sowas hätte ich gerne, dass sich sowas wirklich gesellschaftlich verändert. Ganz ehrlich, ich finde auch so dieses Thema Tod und Sterben einen ganz wichtigen Punkt, glaube ich auch, der wahrscheinlich auch sehr viele junge Menschen abschreckt. Natürlich. Allgemein vor Altenpflege. Wobei man auch jetzt sagen muss, vielleicht schauen noch gerade Leute zu, die noch nicht in der Pflege arbeiten und man wird darauf vorbereitet. Sogar. Also die Ausbildung bereitet einem ein bisschen darauf vor. Natürlich, wenn man das erste Mal erlebt, ist es was ganz anderes, aber man wird ja so ein bisschen darauf vorbereitet und also man wird ja nicht ins kalte Wasser geworfen. Und das muss man auch mal ehrlich dazu sagen, dass da ja die Ausbildung wirklich sehr ja, viele Facetten abdeckt und viele Bereiche abdeckt. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, ich muss jetzt echt eine Lanze für deinen Arbeitgeber sprechen. Du hast echt einen guten Arbeitgeber, das weiß ich aus erster Hand. Ich kenne sogar einige Krankenschwestern, mir fallen jetzt aber die Namen nicht ein, weil aber auf jeden Fall kenne ich einige Krankenschwestern, die auch bei dir im Klinikum arbeiten. Also echt ein sehr, sehr ein tolles Krankenhaus. Also bin auch sehr zufrieden. Super, also hast echt eine gute Wahl getroffen. Ich glaube, es wird jetzt auch viele Menschen noch draußen interessieren. Was war, weil du bist ja wahrscheinlich aufgrund, wenn ich es mal fragen darf, privater Ursachen nach München gezogen wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, so, okay, alles klar. Das heißt also, sehr gut, so, okay, alles klar. Und was war denn aber für dich der ausschlaggebende Punkt gewesen, dort zu arbeiten, wo du jetzt arbeitest? Weil ich in einem Uniklinikum arbeiten wollte. Also das war doch tatsächlich, also und zwar war ich in meinem ersten Haus, in einem Haus der Maximalversorgung, es ist aber kein Uniklinikum. Und dann war ich in Österreich kurz gewesen. Ich habe einen Austausch über Erasmus gemacht. Und dort wo war Österreich? In Innsbruck. Und dort war ich Tirol! Gar nicht mal weg von dir. Tirol! Ja. Und da haben wir immer ganz viel mit Forschung gemacht. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Cool. Und dann habe ich gesagt, okay, also mein erster richtiger Job, der ist auch wieder in einem Uniklinikum. Und das war dann so mitunter der ausschlaggebende Punkt. Oh, cool. Warum ich in die Uni bin, ja. Weil du bist eine richtig nice Krankenschwester, ganz ehrlich. Dankeschön. Das muss ich mal sagen, so, weil dieses Thema Instagram, man tut Leute teilen und so weiter, man schreibt mal oder so, aber jetzt mal so Live-Talks, so, du bist echt gut drauf. Also cool. Danke. Ja, also echt nice so, nice. Hier kommt eine Frage bezüglich Strafzahlungen. Die Personaluntergrenzen gibt es jetzt seit genau einem Jahr. Ehrlich gesagt habe ich mich mit dem Thema Strafzahlungen gar nicht beschäftigt. Also, ich weißt bin du, da was? Auch komplett raus. Ja, ich auch. Also, ich bin ganz raus. Also die Strafzahlungen werden natürlich an wen gehen? Klar, die Krankenkassen, die das ja auch refinanzieren, ist klar. Das würde bedeuten, dass der sowieso schon minder finanziert, die Krankenhäuser, dann auch noch das Geld zurückbekommt. Also es wäre das Gleiche so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Hartz-IV-Empfänger, der im Monat 320 Euro bekommt und weil er was nicht macht, dann ziehe ich ihn halt von den 320 Euro, die eh schon knapp zum Leben sind, ziehen halt nur 20 Euro ab oder so. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja im Prinzip, denkst du dir auch so, alter Schwede, aber genauso viel ungefähr wird es sein und jo, genau. Es ist auf alle Fälle mal ein Thema, wo ich mich mal ein bisschen mehr noch einlesen werde, merke ich gerade. Total spannend auf jeden Fall, absolut, ja. Absolut, absolut. Du, ganz ehrlich, was mich auch noch so, Thema Zukunft der Pflege, würde es bei dir auf der Station oder beziehungsweise bei euch im Krankenhaus ohne ausländisches Personal laufen? Nee, definitiv nein. Wie viele von den Menschen, die bei euch arbeiten, weil ich weiß, wie es in München ist, aber ich frage bewusst, ganz bewusst provokativ, sind nicht in Deutschland geboren? Oh Gott. Gefühlt, mach mal gefühlt so, gefühlt. Pi mal Daumen. Oh Gott, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz. Also schon, ich glaube schon über 50%. Ja, sicher sogar. Ja, doch. Ja, aber zum Beispiel davor habe ich ja nicht in München gearbeitet, sondern in einer anderen Stadt in Süddeutschland. Und da war es aber auch so, dass auch über 50%. Wo war es gewesen, wenn ich fragen darf? Also ist jetzt, ja. In welcher Stadt? In Stuttgart habe ich davor gearbeitet. Ah, Stuttgart, okay. Also das ist allgemein ein westdeutsches Phänomen. Also die Ostdeutschen denken, was reden die da am besten? Aber es ist allgemein ein westdeutsches Phänomen, absolut genauso. Aber ich finde es auch gar nicht, also ich muss dazu sagen, ich finde auch die ausländischen Pflegekräfte, ich finde es super, weil ich finde auch, mich mit denen zu unterhalten und die haben alle ein Studium abgeschlossen in ihren Heimatländern und auch so ein bisschen eine andere Ausbildung. Und ich finde es wahnsinnig toll, mich mit ihnen zu unterhalten. Und also in meiner Ausbildung habe ich so wahnsinnig viel nochmal Bonus quasi von ihnen gelernt, weil die das alles in ihrem Studium hatten. Und ja, also ich finde, das ist eine wahnsinnige Bereicherung. Absolut. Also es ist auch im Prinzip egal, woher ein Mensch kommt.
Also wenn er Danke. Jetzt in diesem Pflegeberuf ist und man kann voneinander immer nur profitieren. Und das finde ich einfach ganz wichtig. Deswegen habe ich die Frage auch gestellt, Katha, weil die Sache ist ja die, naja, wir haben jetzt schon insbesondere in München beispielsweise eine sehr reiche Stadt, also eine Stadt mit der höchsten Millionärsdichte in Deutschland, einer Daseinsvorsorge-Thema, Pflege ist ja auch Daseinsvorsorge, arbeiten schon 50% der Menschen, kommen nicht aus Deutschland. Es wird in Zukunft noch viel mehr so sein, ob wir es wollen oder nicht. Es ist halt nun mal so. Und weil ja vorhin auch die Frage kam, was man machen müsste oder was gemacht werden soll, ist ganz klar, also da muss einiges geschehen, dass wir auch die Kinder, die aktuell bei uns auf die Schulen gehen, was gibt auch andere Industriezweige oder auch noch andere Zweige, wo halt Menschen arbeiten, die kann man halt nicht alle für Pflege begeistern, auch wenn wir es wollen würden. Du und natürlich, ich natürlich. Also, ja. So ist es. Das ist ja auch absolut okay, mein genau. Gott. So ist es, genau. Genau. Ja. Nicht jeder kann die sympathische Krankenschwester sein, die man kurz vorm OP sieht und danach ja. So, hallo. Ja. Hi, so. Ja. Ja. Aber so ganz ehrlich, ich will jetzt echt nicht vom Thema ablenken, aber ich muss auch echt noch kurz eine Anekdote erzählen. Als ich nach dem OP aufgestanden bin, mein erster Blick war zur Uhr gewesen, weil irgendwie komischerweise eine Uhr vor meiner Nase war. Also kurz so nach oben war eine Uhr gewesen. Ne? Und es war 10:10 gewesen. Ich weiß es noch ganz genau. 10:10. So. Aber ich war zwischen 10:10, ich weiß gar nicht, wie zwischen 10:10 und 10:30 die Zeit vergangen ist. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber erst dann ist mir erst die Welt so klar geworden. Weißt du, was ich meine? Also nach so einer Vollnarkose ist man so benebelt und ist so, ich will schon sagen, ja, so fast ein Durchgangssyndrom. So, ich habe gar nichts mehr mitbekommen. Also eigentlich total so, ey, Ugo und Propofol so. Also total krass, also wirklich krass. Ja, das glaube ich total, ja. Also ich weiß auch, ich wurde auch schon mal davor operiert, aber jetzt, weil du es auch gesagt hast, dass du OP-Schwester bist, ich glaube, das wirst du viel erleben, dass dann auch Menschen dann nach der Operation aufstehen und kompletten Unsinn reden, ne? Natürlich, ja. Also ja. Ich glaube, ich habe euch mal erzählt, irgendwas habe ich auf jeden Fall erzählt, aber ich bin nicht ganz sicher. Und erst dann bin ich irgendwann zu mir gekommen. Also total so, also das wollte ich jetzt einfach nur so kurze Anekdote zum Thema ja, Operation. Ja. Ja. Genau. Vor allem, hier schreibt, wir können es uns in Deutschland nicht leisten, Ausländer nicht einzustellen. Ich glaube sogar, euer Krankenhaus, mein Pflegeheim, alles würde zusammenbrechen, wenn wir es nicht haben würden. Das ist halt so. Die Ina schreibt, ausländische Pflegefachkräfte in der Klinik Katas Perspektive habe ich so noch nie gesehen. In der Altenpflege immer wieder eine große Hürde, weil diese Kräfte zwar medizinisch oft top sind, aber viele Pflegegrundlagen fehlen. Okay. Mhm. Stimmt, hat sie auch recht. Ja. Und natürlich möchte sie ihr medizinisches Wissen und ihr vollumfänglich einsetzen und wandern nach viele in Investitionen unsererseits wieder in die Klinik ab. Okay. Hast du eigentlich schon in deiner Praxis als Krankenschwester auch mit Altenpflegern schon zusammengearbeitet? Ja, auf Station, ja. Gab's. Und wie war das so? Das finde ich auch mal spannend. es war gut, also wir sind Kollegen. Ich fand es irgendwie schön. Oh, du bist so nice. Hey, ganz ehrlich, du bist echt eine nice Persönlichkeit. Also entweder du hast die Fragen abgelesen, die ich hören möchte, voll die coolen Antworten, ey. Du bist voll nice. Wir sind Kollegen, hey, ich höre sowas auch, toll. Dass wir klar machen, wir sind alle Kollegen, egal ob jemand in der Altenpflege arbeitet und gelernt hat, in der Kinderkrankenpflege oder wie ich in der Erwachsenenpflege oder ATAS und OTAS, was ja auch nochmal ganz spezielle Berufe sind. Aber ich glaube, wir alle haben ein gemeinsames Ziel. Für uns steht der oder die Patientin im Vordergrund und die Heilung und die Therapie. Und wir sind alle daran interessiert, dass das alles super und top verläuft. Und deshalb kann ich es auch manchmal nicht so ganz nachvollziehen, wenn man dann so ein bisschen die Ellenbogen auswendet und sagt, ja, aber ich bin ja hier, was weiß ich, die Krankenschwester oder sonst irgendwas. Und ich finde es eher wichtig, dass wir uns an den Händen halten. Und jetzt, wo wir das erste Mal politisch so eine Stimme auch bekommen, jetzt ist es umso wichtiger, dass wir alle nach außen hin ganz klar sagen, wir sind eine Berufsgruppe, das ist unser Ziel, hier sind wir und jetzt tu endlich was für uns. Punkt. Und manchmal kommt es nicht so oft raus. Nee, deshalb, also muss ich das ehrlich sagen, ja. Real Talk, ganz ehrlich. Ja. Ich hab ja dann wirklich Real Talk, Swag und alles in einer Person ist gerade eben. Du kommst mal von mir gesagt so, sehr richtig. Das ist tatsächlich jetzt auch, wie ich finde, einer der Kernaussagen unseres heutigen Videos, die du gerade eben getroffen hast. Also
ich bin echt stolz auf dich, so eine Kollegin dich zu haben, wenn ich mal so offen ansprechen darf. Ich höre es viel zu selten von Kollegen, die so loyal über ihre Mitkollegen sprechen. Ich habe ja gestern, in meiner Instagram-Story habe ich es jetzt ausgeschnitten, ich war gestern live auf Facebook gewesen, ne? Und da habe ich halt 50 Minuten mich über eine Kollegin geärgert, die halt ein Jahr lang über mich so ein bisschen hinten rum Shitstorm und so weiter gemacht hat und halt Unwahrheiten verbreitet hat. Deswegen habe ich mich hier so geärgert, weil ich im Endeffekt genauso wie du, ganz ehrlich, ich habe automatisch jeder Krankenschwester, jeden Altenpfleger, Kinderkrankenschwester, Ota, whatever, ich habe eine Grundsympathie und Grundloyalität gegenüber. So, weißt du, ich meine, wir sind Kollegen, warum soll ich mit dir schlecht reden? Was habe ich denn davon? Weil wenn ich dir schade, schade ich mich auch mir selber. So, weißt du, was ich meine? Genau. Langfristig. Und das ist auch mal dieses kurze Denken von vielen Pflegekräften oder die bei uns arbeiten. So, die La Fleur d'Épinay. Ich glaube, ich habe falsch ausgesprochen. Auf jeden Fall Französisch, glaube ich. La Fleur d'Épinay, wahrscheinlich. Besser. Schreibt, das wäre schön, wenn ihr so denken würdet. Also habe ich auch schon gesagt, das finde ich ganz genauso. Also Respekt, liebe Kata. Wir haben ja schon auch eine super Altenpflegerin bei uns im Team. Es kommt immer darauf an, wie das Personal vorbereitet und einarbeiten, ganz klar, sich genauso. Wir müssen. Ja, natürlich, das muss richtig sein, aber dafür kann niemand was. Also ich glaube, da kann dann auch, wenn die Einarbeitung oder die Rahmenbedingungen nicht stimmen, kann selbst die beste Krankenschwester zum Beispiel auch einfach den größten Mist bauen. Und deshalb nochmal, ich glaube, es kommt weniger darauf an, ob man aus der Altenpflege oder aus der Krankenpflege kommt. Klar, die Basics müssen schon da sein, definitiv, klar. Aber es kommt halt auch viel auf die Rahmenbedingungen an. Also stimmt das Einarbeitungskonzept? Wie ist denn das Team? Komme ich in ein Team, was mir von vornherein schon signalisiert, hey, wir wollen dich nicht, werde ich mich vielleicht auch gar nicht so gut einbringen können. Und ich glaube, das ist von ganz vielen Punkten abhängig. Also. Absolut, absolut. Genau so ist es. Genau so ist es. Der Ersan Nigel schreibt, wir müssen eiskalt streiken, auch wenn es schwerfällt, einfach Stillstand. Wie stehst du eigentlich, das würde mich auch interessieren, wie stehst du eigentlich zum Thema Streik? Weil du arbeitest ja für ein tarifgebundenes Unternehmen, das dem Land Bayern gehört. Bist du in der Gewerkschaft? Also ich bin im DBFK Mitglied, ja. Das okay, also im Berufsverband bist du Mitglied. So, gut, finde ich super. Okay, alles klar, okay. Gut, okay. Viele können aber nicht streiken, das ist das Problem. Ich bin da voll bei dir. Wir müssen laut werden, was sagen, rausgehen. Aber wie gesagt, das Nichtstreiken zwingt uns dazu, dass wir überall verschiedene Kanäle laut werden müssen. Schüler sollten auch was sagen, wenn die Praxisanleitung nicht so dolle ist. Das ist auch eine spannende Geschichte. Okay. Ey, da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt. So, Patienten müssen auch den Mund aufmachen, auch die Ärzte. Sag mal, Thema Schüler, Praxisanleiter, hau raus. Was ist denn da deine Meinung? Ich finde, das muss passen. Also ich finde erstmal, jeder Schüler hat das Recht auf eine Praxisanleitung und ich bekomme da immer noch ganz viele Nachrichten. Ich glaube, das kommt immer noch zu kurz. Ich glaube, es gibt zu wenig Praxisanleiter. Ich weiß es aber nicht. Also es ist meine Meinung. Ob das stimmt, keine Ahnung. Ich glaube aber, es gibt zu wenig Praxisanleiter. Und ich finde das ganz wichtig, dass sich beide Seiten bewerten dürfen. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man zu Schülern noch sagt, dass sie das bewerten dürfen. Wie ist der Praxisanleiter? Wie war der Einsatz? Wie bewertet die Station? Wenn das irgendwie konstruktiv kritisch ist. Und das finde ich sehr wichtig, dass da die Schüler genauso viel Mitspracherecht bekommen und nicht einfach über die Schüler auch geurteilt wird oder so. Ja, du hast vollkommen recht. Praxisanleiter verdienen ja meistens auch nur minimal, also eine kleine Zulage mehr. Das ist erst mein Punkt. Ja. Und das Zweite beim Thema Praxisanleiter ist auch, also ich arbeite ja auch nebenbei, unterrichte ich ja, mache Pflegedienstleistungen ausbilden. Dabei, dieser Bildungsträger hat auch einen Praxisanleiterkurs und wir haben jedes Jahr Schwierigkeiten, den Kurs voll zu bekommen. Also die Nachfrage nach Praxisanleitungen ist auch sehr, sehr gering, muss ich tatsächlich sagen. Also erstaunlicherweise. Wegen der Bezahlung, also was glaubst du, an was es hängt? Wegen der Bezahlung oder weil man so ein bisschen, also ich weiß halt auch nicht, wie das geregelt ist jetzt zum Beispiel bei euch. Ich kenne das oft so, dass die Schüler oft nur mitlaufen mit dem Praxisanleiter und die Praxisanleiter dann sagen, ja, eigentlich würden sie den Schülern viel mehr zeigen wollen. Sie haben aber nicht die Zeit, weil sie ja den Bereich noch ganz normal mitbetreuen müssen. Und ich glaube, das ist auch so ein großer Knackpunkt. Bei uns, also wirklich jetzt Hashtag Werbung, aber bitte alle anderen Pflegeheime und die auch danach das Ding sehen werden, nicht eifersüchtig werden, aber das war eines der ersten Sachen, die ich als Pflegeheimleitung gemacht habe. Personalnot, hin oder her.
egal wie, wo, was, wie. Das ist eine der ersten Sachen, die ich bei uns im Pflegeheim gemacht habe, das haben wir jetzt auch schon seit 5 Jahren. Wir haben eine freigestellte Praxisanleiterin für 14 Auszubildende, 13 Auszubildende, und die kümmert sich um alle 13 Auszubildenden, alle Themen, also wirklich alle Themen. Und die ist faktisch für diese, sie ist keine Vollzeitstelle. Sie arbeitet 30 Stunden in der Woche, und die 30 Stunden in der Woche arbeitet sie nur für unsere Auszubildenden. Also wir haben aber auch, das hat sich auch, auch bezahlt gemacht, alle Auszubildenden, die wir behalten wollten, ne, sind auch geblieben. Ah, das ist schön, ja. Das spricht auch für die gute Ausbildung so. Ja, auf alle Fälle. Daher, Gott sei Dank so, weil es ist ja auch dramatisch, dass man, wenn man ausbildet, dass dann die Auszubildenden gehen nach der Ausbildung. Na, Dankeschön. So. Ja. Von daher so viel dazu. Ich muss nur ein bisschen die Zeit im Auge behalten, weil Instagram tut uns ja auf 60 Minuten leider begrenzen. Wir haben noch 20 Minuten. So, dann gehen wir nochmal auf die Kommentare ein. Machen wir mal hier weiter. Die sollten erstmal anfangen, die Praxisanleiter zu bezahlen, wie ich auch schon gesagt habe. Ja. Im Übrigen, ich weiß es nicht, wie es im Krankenhausbereich ist, im Pflegeheimbereich, werden die Praxisanleiter zwar jetzt mit dem neuen Pflegeberufegesetz, zwar die Stelle wird jetzt refinanziert, weil bis dato wurde die Stelle nicht refinanziert. Also das heißt, wir haben uns jetzt auf Kosten der anderen Kosten, haben wir uns die Stelle eigentlich finanziert, so auch wenn es gelohnt hat, aber das haben halt viele Pflegeheime nicht gecheckt, und jo, so viel dazu. Okay. Ja, ist echt so. Aber vielleicht sieht ja jetzt gerade jemand von einem anderen Pflegeheim mit und erfährt jetzt diese neue Info. Und Genau so ist es. Ja. Ich finde derzeit keinen, der es machen möchte. Siehst du, das ist das, was ich sage. Ja, das stimmt, Bezahlung ist ein Problem. Ein Praxisleiter pro Station ist meine Erfahrung. Das ist einfach viel zu wenig. Oft werden Erstgespräche vor kurzes Einsatzes gemacht. Traurig. Und wir bilden die Schüler in der Praxis aus. Traurig. Ich bin Schülerin, ich laufe mit und mache dann selbst. Okay. Ja. Boah, so viele Kommentare, ich komme daher. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. Einfach Tätigkeiten, ja. Da finde ich so eine 1-zu-1-Anleitung einfach sinnvoll. Gerade wenn man am Anfang der Ausbildung steht. Also zum Beispiel ich, als ich in die Ausbildung gegangen bin, ich habe davor noch nie eine Station gesehen in meinem Leben. Wirklich. Also meine Familie war nie jemand richtig krank. Ich war damit nie konfrontiert. Ja, wirklich, Gott sei Dank. Und für mich war dieses... so, ich gehe auf Station, oh Gott, also meine ersten 2 Wochen, da wurde man bei mir von einem Oberkursschüler mitgenommen und angeleitet, das war super, das finde ich ganz toll. Die hat mir auch wahnsinnig viel Ängste genommen und hat mir ganz viel schon gezeigt, aber ich finde auch so, zum Beispiel Katheter legen, das ist einfach was, klar kann man das mal schnell oder so gezeigt bekommen, aber ich finde es doch viel schöner, auch für den Patienten, wenn das einfach wirklich in einer ganz tollen 1-zu-1-Anleitung passiert und oder Spritzen oder Infusionen, also ich finde, das sind alles so Themen oder Mobilisation auch zum Beispiel. Absolut. Und ja, also ich finde ja auch zum Beispiel, jetzt, ich finde das Beispiel Katheterlegen ein gutes Beispiel, denn hier müssen natürlich auch hygienische Vorschriften eingehalten werden. Ja, auf alle Fälle. Wollte ja. Ich sagen. Das ist ja auch eine extrem hohe Infektionsgefahr, weil es ist ja faktisch ein invasiver Eingriff. Du gehst ja in den Körper rein. Und von daher, du hast vollkommen recht, also eine richtig ordentliche Praxisanleitung, das ist eine sehr, sehr umfassender, harter und wichtiger Job. Außer Fragen, hast du vollkommen recht. Ja, natürlich, ja. Deshalb finde ich es auch schön, was du gesagt hast, dass ihr trotz Personalmangel gesagt habt, es gibt hier eine ausgebildete Frau und die ist für die Schüler zuständig. Und genau das beweist, weil ganz viele denken ja immer noch, ja, wir haben halt keine Leute und dann stellen wir niemanden für die Schüler ab. Und genau das ist ja eigentlich dieses falsche Denken. Das ist der Zugschluss, im ewigen Teufelskreis dann. Genau so ist es. Und deshalb finde ich es ganz schön, dass du das jetzt auch angesprochen hast, dass ihr da quasi so ein Zeichen entgegengesetzt habt. Das und war ich glaube nicht, dass das einfach war. Danke. Also jetzt wurde ich mal von dir gelobt. Danke. Was ist denn jetzt? Danke. Das ist aber auch tatsächlich so, weil ich glaube, ich werde auch immer im Herzen auch irgendwie so ein bisschen auch Schüler sein. Oder irgendwie so. Ich weiß nicht warum, weil ich bin ja auch, wie gesagt, alles auch, also von der Pike auf und wie soll ich es am besten ausdrücken, also als ich das Pflegeheim vor 5 Jahren beispielsweise nur als Beispiel übernommen habe, hatten wir auch sehr viel Zeitarbeit gehabt. Ich will jetzt nicht negativ für Zeitarbeit reden. Sie haben uns damals den Hintern gerettet. Mittlerweile gar keine mehr. Also gar keinen einzigen. Darauf bin ich sehr stolz. Aber es war trotzdem klar gewesen, wir müssen sofort was schaffen und es ist egal, wie groß die Not ist. Weil ganz ehrlich, jetzt mal offen gesprochen, ich tue es mal wie bei einem Geldbeutel das Beispiel nennen. Naja, ob du jetzt 500 Minus hast oder 1.000 Euro Minus hast, ist irgendwann auch schon egal. Also von daher,
macht man erstmal die Grundlage und danach kann man ja nach und nach als Alter arbeiten. So. Ja. Und das ist auch so immer meine Empfehlung, auch in viele Leitungen, weil ich höre immer wieder dasselbe, Entschuldigung, dass ich so jetzt drüber spreche, weil das ist aber auch wirklich Thema, wie du auch merkst, Schüler liegt mir echt am Herzen. Ich höre immer dasselbe Gerede, naja, aber wir haben ja keine Zeit. Naja, prinzipiell hab als Leitung ich ja auch für viele Sachen keine Zeit, trotzdem nehme ich sie mir. Verstehst du, was ich meine? Ja, das stimmt, ja. Also ich finde, Schüler sind auf alle Fälle unsere Zukunft. Genau. Das ist ein Part. Ich finde aber, der größere Part ist, wie kann man denn die Leute, die jetzt schon 10 Jahre oder 15 Jahre in diesem Beruf sind, dazu bleiben, also wie kann man tun, dass sie bleiben so? Also weißt du, ich finde, das wird im Moment reden viele von der neuen Ausbildung und ja, jetzt sollen neue Leute kommen. Aber die jetzt schon lange dabei sind, ja, was können wir tun, dass die bleiben? Und ich finde, das ist so die zweite große Mammutaufgabe. Und ja, das ist Thema Personalbindung ist auf jedem großen Pflegeleiterkongress das Thema Nummer eins. Ich bin jetzt ganz echt zu dir. Das ist jetzt wirklich eine Ohrfeige gegen alle Pflegeleitungen, auch mich selber. Ich höre seit 10 Jahren auf jedem Pflegeleiterkongress den selben Scheiß. Ganz ehrlich. Also ich glaube, man könnte so Dinge wie so ein Repeat-Taste, immer Repeat, immer dieselbe Musik so. Ich höre 10 Jahre lang dasselbe Lied von Bushido. So, keine Ahnung. Nur das Beispiel jetzt. Und von daher, aber das Thema bei Personalbindung, also ist eigentlich bekannt. Ist bekannt. Es ist kein Geheimnis, was man machen muss, um die Menschen zu binden. Die Menschen wollen einen coolen Chef haben. Die Menschen wollen ein cooles Team haben. Ja. Die Menschen wollen eine ordentliche Bezahlung haben. Und die Menschen wollen Freizeit haben. So. Ja. Und ich denke auch gewertschätzt werden für ihre Arbeit. Und für ja, genau. So, ganz ehrlich, wenn ich dich als Kollegin haben will, kein Palaver, ich würde dich, immer wenn ich dich sehen würde, hätte ich einen coolen Spruch oder einen netten Spruch auf parat. Irgendwas würde ich immer sagen. Das glaube ich dir aufs Wort. Ja, ich würde irgendwas immer sagen. Egal, sei es die Schuhe oder keine Ahnung. Was fällt mir jetzt gerade eben auf? Ein super nettes Lachen. Irgendwas würde ich immer sagen. So, ja. Irgendwas würde ich immer sagen. Ja, das ist mir klar. Ja. Also nur als Beispiel. Das ist alles bekannt. Und ich finde auch, ich muss ja aufgrund eines Grundes immer zu diesen Kongressen hinfahren. Und ich denke manchmal immer Zeit- und Geldverschwendung, weil die meisten Sachen bekannt sind. Und das Thema ist aber das. Du hast wahrscheinlich nicht richtig angegangen, oder? Ja, nee, es ist noch tiefgreifender. Das ist die Wahrheit. Ich muss nur kurz immer auf die Uhrzeit schauen, weil ich das auf einmal abrechne. Wir haben noch 13 Minuten. Ne? Ja, ich hab's im Blick. Das ist sehr gut. Das ist halt eine Managerkrankheit. Immer die Zeit im Blick muss ich haben. Ja, ich werde. Im nächsten, ja, so. Ich will einen Abschluss finden. Ne? Aber auf jeden Fall. Jetzt alle 14 Live-Zuschauer und die paar Tausend, die es danach sehen werden, weil ich werde es überall hochladen, allen Medien wieder. Wir haben ein elementares, nicht nur ein, wir haben ein elementares Führungsproblem in der Pflege. Ein elementares. Die Menschen, die es machen, sind dafür nicht geeignet. Punkt. Und das ist in den meisten Fällen, und ich kann es sagen, weil ich habe so viele Awards gewonnen, wer soll mir denn was anhaben? Von daher, ich weiß, wovon ich rede. Und wir haben ein elementares Führungsproblem in der Pflege. Es fängt an bei den Geschäftsführungen und endet auch bei der Stationsleitung. Also das ist ja im Endeffekt die ganze Führungsebene von oben nach unten durchgerettet hat. Und ich kann mir vorstellen, du wirst es mir auch bestätigen können, dass du schon einige Stationsleitungen gehabt hast, wahrscheinlich in deinem Leben, wo du dir gedacht hast, what the fuck? Ja, klar. Punkt. So ist es. Und andere, wo du dir gedacht hast, boah, also ich glaube, die ist so zuckersüß, ich glaube, auf ihren Fach, Stationsfach, da würde ich eine Blumenwiese gießen und die würde aufgehen. So. Weißt du, was ich meine? Das ja, auf alle genau Fälle. Diese Range. Und, also ganz schlimm finde ich, und das habe ich oft erlebt, wenn Chefs das Team nicht ernst nehmen. Das finde ich ganz schlimm. Also wenn das Team dann auch wirklich gesagt hat, hey, wir haben hier Probleme oder sonst irgendwas in Teambesprechungen, was ich ja schon super finde, wenn man sich da traut, das ganz offen mal anzusprechen. Und dass die Leitungen auch dann irgendwie immer so ein bisschen abgetan haben oder das nicht ernst genommen haben. Ich finde, das ist pure Gift. Also Mitarbeiter muss man ernst nehmen. Also da bin ich, obwohl ich jetzt weit, weit, weit entfernt von jeglicher Leitungs- und Managementposition bin, finde ich, ist das so das Erste, was man mitbringen sollte. Absolut, absolut. Also ich erzähle es auch manchmal in meinen Stories, weil ich habe immer so Erfahrungen mit anderen Leitungen, wo ich immer merke, dass sie sich schon so weit von der, auch gedanklich, auch so, weißt du, nicht nur so körperlich, auch gedanklich, so weit von der Basis distanziert haben, dass die wirklich glauben, die seien was Besseres. So.
Ja, das weiß ich nicht, ob Sie das glauben. Ich frage mich manchmal vielleicht, klar, Sie haben alle ein Studium gemacht, ob vielleicht das, wie soll ich sagen, dass man im Studium so viel Input bekommen hat und dass man da quasi deshalb so ein bisschen weggeholt wurde. Also es wird ja auch immer so heiß diskutiert, jeder, der ein Pflegestudium macht, wird ja weggeholt vom Bett. Und das finde ich auch zum Beispiel wahnsinnig traurig. Und Ja, sehr. zum Beispiel auch sowas, aber immer noch werden ganz neue Studiengänge irgendwie designt und am Ende sitzen alle im Büro. Und dann denke ich mir, okay, wenn das jede Pflegekraft morgen machen würde, gäbe es vielleicht übermorgen gar keine Pflegekräfte mehr. Also Absolut. das ist zum Beispiel ja auch sowas. Also ich glaube, dass dieses ganz, der Input ist wahnsinnig theoretisch und dann rückt man vielleicht auch ein bisschen automatisch immer weiter weg von der Praxis. Ich weiß es nicht. Ist nur meine These jetzt, ein Erklärungsversuch. Und das ist auch diese These ist auch ein Gefühl von sehr vielen Fachkräften und auch und ist letztlich auch das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, kann man auch quantitativ, also in Zahlen sogar darstellen, dass also insbesondere in der stationären Altenpflege, weil ich habe immer die stationäre Altenpflege im Blick, Ja. dass dort circa 1% aller Beschäftigten ein Studium haben, aber von diesen 1% faktisch alle in der Führung arbeiten. Also das Okay, ja. heißt, ja, das beinahe alle so. Es gibt faktisch niemanden, der studiert hat und am Bett arbeitet. So. Ja, so. Und es ist Schon. egal, was er studiert hat. Er kann Management studiert haben oder er kann was weiß ich studiert haben. Und keine Ahnung, Pflegepädagogik so. Weißt du, was ich meine? Und da hast du vollkommen recht. Da hast du Ja, vollkommen klar, recht. okay. Ich meine, Pflegepädagogik ist ja dann aber nochmal so ein bisschen was anderes, weil da Ja, geht da man halt, ja. eigentlich wieder so in die Zukunftsrichtung und bildet ja die neuen oder die zukünftigen Genau. Mitarbeiter aus. Das ist ja nochmal so ein bisschen, aber klar, auch da ist man bedingt weg vom Bett. Wobei, da werden ja auch die Praxisbesuche gemacht. Also zumindest ich kenne das so, dass das ja wirklich von den Lehrern übernommen wird, dass die ja dann in die Praxis kommen und da hat man ja doch noch ein paar Berührungspunkte und bekommt es ja doch Ja. noch mit. Die Schüler erzählen ja auch immer, wie es auf Station läuft. Und ja, da ist man Absolut. ja auch noch so ein Zum bisschen Beispiel integriert. Thema nochmal, weil der Tobi Dorn schreibt, ein Studium bedeutet nicht, dass man nicht mehr am Bett arbeiten muss. Der hat vollkommen recht. Jetzt in Österreich ist es so, dass im neuen Gesetz in Österreich aktuell alle diplomierten Krankenschwestern, in Österreich gibt es nur, es gibt ja gerade eine Krankenschwester, Ja. ihren Bachelor nachholen müssen. Das Ja. heißt, du musst ein halbes Jahr nochmal in die FH gehen und musst eine Bachelorarbeit schreiben, musst noch ein paar Unterrichtseinheiten nachholen. So. Und was spricht denn dagegen? Und es wird momentan in Österreich eingeführt, eine super Sache, wie ich finde. Es ist halt so ein, aber das ist eine deutsche Krankheit, das ist eher ein deutsches Phänomen, dass man immer davon ausgeht, der studiert, hat einen besseren Job. Oder beziehungsweise nicht so einen Job, wo er körperlich arbeiten muss. Ich weiß noch Ja, ganz das genau. stimmt. Weißt du, was ich meine? Aber das ist eher so, Ja. das ist ein deutsches Phänomen. Also in Amerika oder egal wo, Italien, Spanien, Frankreich, oder ich würde sogar sagen, das ist eher in den deutschsprachigen Raum ein Phänomen, in den Dachstaaten, in Österreich, Schweiz und in Deutschland, dass Studium immer äquivalent ist mit einem Job, der nicht so anstrengend ist. Weil man geht ja, man klammert immer davon aus, dass ja diese Büroarbeit nicht anstrengend ist. Das ist zwar eh ein Trugschluss, das ist eine andere Geschichte, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte, gell? So, also Ja, ja. natürlich, klar. Das stimmt schon, ja. Dass man da, also wobei man dazu sagen muss, ich glaube, in den anderen Ländern gibt es ja nicht dieses reine Ausbildungsangebot wie bei uns in Deutschland. Das ist ja, glaube ich, eh so ein bisschen einmalig. Absolut. Also das muss man auch dazu sagen. Das Das ist ja stimmt. bei uns wirklich dieser Werdegang, man macht seinen Schulabschluss und geht dann in eine 3-jährige Ausbildung. Und die Ausbildungen sind ja immer zwischen Schul- und Theorieblock abwechselnd aufgebaut. Also auch die MFA-Ausbildung war so aufgebaut. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen. Also da sind wir ja eh so ein bisschen anders, sage ich mal. Und in den anderen Ländern ist es ja so, dass die anderen Berufe alle über ein Bachelorstudium ja oft ja, Absolut, absolut. aufgebaut sind. Da unterscheidet sich ja schon, glaube ich, dieser schulische Aufbau schon sehr stark von Deutschland. Das muss man Absolut. ein bisschen dazu sagen. Wie genau nehmt ihr schlechte Führung wahr? Wie nimmst du schlechte Führung wahr? Also ich finde es. Ja, also wenn ich so oder wenn Stationsleitungen ihr Team, wie soll ich sagen, nicht im Griff haben oder nicht unter Kontrolle, wenn es ganz viele heimliche Chefs gibt. Also ich war schon in Teams, da gab es immer so ganz viele heimliche Chefs. Und wenn man dann Frühdienst hatte mit der einen, dann hieß es, mach das so und so. Im Spätdienst war dann aber die andere, mach das so und so. Und 3 Wochen später hieß es von der ganzen anderen, ja, aber mach das so und so. Und man hat dann irgendwie gemerkt, die Stationsleitungen, die waren dann so ein bisschen, ja. Da müsst ihr euch einig werden. Und ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also Was machen wir jetzt? ja, also so ein bisschen, ja, das war noch nicht mal mehr laissez-faire für mich, ehrlich gesagt. Und Was? so, oder wenn
das Team mit den Problemen nicht ernst genommen wird. Und ja, also das ist so für mich eigentlich schlechte Führung, muss ich tatsächlich sagen. Oder wenn man auch kein Vertrauen hat in seine Führungskräfte. Mhm. Das ist auch ja, schlechte Führung, weil ich glaube, man braucht Vertrauen. Und oder wenn Mitarbeiter vielleicht auch so ein bisschen Angst haben. Also wenn die wissen, ich habe jetzt einen Fehler gemacht oder irgendwas, was nicht so cool war. Und dann irgendwie Angst haben, zur Chefin oder zum Chef zu gehen, das finde ich richtig schlimm. Also, weil ich finde, über Fehler muss man offen reden. Und ich finde, wenn Mitarbeiter so mutig sind und bereit sind zu sagen, hey, ich habe hier einen Fehler gemacht, bitte hilf mir, dann muss man dem Mitarbeiter helfen und ihn nicht dann noch ja, irgendwie ausschimpfen oder so. Also, absolut. Ja. Punkt. Richterchor. Ja, ja. Gut. Ich finde, man kann aber auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich arbeite auch noch in der Pflegebereichsleitung. Ich finde es super. Ja, klar. Ja, definitiv. Also klar. Ich glaube, das wollen wir auch hier überhaupt gar nicht erreichen. Und wenn wir irgendwie alles sagen oder so, dann nee, also ich glaube, wir beide wollen überhaupt niemanden oder nicht alle über einen Kamm scheren. Und wir wissen, dass es da draußen noch ganz, ganz, ganz viele andere tolle Leute gibt, die jeden Tag das Gegenteil beweisen. Klar. Also. Absolut. Absolut. Ja. Ausbildung haben wir schon angegangen, das Thema. Ein Professor von mir sagte, schlechte Führung ist, wenn man nicht hinter seinem Team steht und zu jedem was anderes sagt. Ja, das stimmt. Ja. Genau, ich glaube, dadurch verliert man wahnsinnig viel Glaubwürdigkeit auch. Absolut, Katja, absolut. Absolut. Wir haben jetzt noch genau 4 Minuten, liebe Katja. Das heißt, wir beide hauen uns noch ein paar letzte Worte raus. Oh je, die letzten Worte. Also nur vorab, hat richtig Spaß gemacht. Also diese Stunde geht immer schneller vorbei, als man meint. Ja, Wahnsinn. Total, gell? Ja. Was möchtest du den Menschen daraus mitgeben? Oh Gott, was möchte ich mitgeben? Das, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, wir sind alle ein Team. Egal, ob wir vielleicht verschiedene Ausbildungen gemacht haben oder nicht, wir sind ein Team. Und ja, dass wir so ein bisschen einfach eine Gemeinschaft zeigen, auch so im kleinen Bereich, nicht nur über Instagram oder sonst, sondern wirklich auf Station und ja, vor Ort da wirklich dann auch eine Wertschätzung gegenüber unseren Kollegen zeigen. Also das finde ich, das möchte ich irgendwie allen da draußen mitgeben, ja. Du hast mich heute Abend sehr inspiriert. Dankeschön. Ich bin sehr froh, so eine Kollegin, gar nicht so weit entfernt von mir, zu haben. Respekt vor deiner Einstellung. Und ich wünschte, gefühlt alle Pflegekräfte würden sich was von deiner Haltung abschneiden und dann würde es uns allen besser gehen. Also, ja, das möchte ich dir einfach so mitgeben. Und so viel dazu. Also, ich wette, ich habe deine Datenschutzvereinbarung, hast du mir gerade eben zugestimmt, weil du mir live bist. Du mal hochladen auf Facebook und auf YouTube und so weiter. War auch cool gewesen, ne? Also wenn du Bock hast, machen wir es nochmal, weil ich glaube, du bist echt jemand, der was zu sagen hat. Das Video ist besser geworden, als ich gedacht habe. Das freut mich. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, wir können es gerne nochmal machen. Okay, dann machen wir es nochmal. Nein. Ja. Ich weiß nicht. Ach, du bist ein Zwinker, muss sein. Spaß, ist alles super. Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich schau dich jetzt mal raus. Liebe Grüße, gell? Ja, danke dir auch. Ciao. Tschüssi. Ciao. Ciao. So, Leute, hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin jetzt noch 1 Minute hier live, weil ich dann auch raufgeschmissen bin, 2 Minuten noch. Hat richtig Spaß gemacht. Mit der Katja ist eine super liebe, wirklich super liebe Person, die fachlich tipptopp ist und auch menschlich super ist und auch eine super Haltung. Ich finde eine richtig nice Attitude und eine richtig nice Mindset hat zur Pflege. Und von daher super cooles Video, richtig Spaß gemacht, Leute. Das nächste Live-Video werde ich mit Hila Kudlo machen. Ist eine Leiterin eines großen ambulanten Intensivdienstes Augsburg und München. Intensivpflege wird danach drankommen. Hat richtig Spaß gemacht. Liebe Grüße, euer Uwe Chilenkaya und bis hoffentlich bald. Schönen Abend. Fitz euch. Ciao.